Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu meinem Food Hall. Ja, es gibt Pizza. Ganz ernst, wir haben heute, ja, Pizzatag. Ist auch völlig Wumms. Es geht jetzt los mit dem Einkauf, den ich jetzt gerade beim Kaufland getätigt habe. Ich habe zuerst mal ein paar Eier mitgenommen und dann waren auch hier diese violetten Spüler in der Richtung Magnolie im Angebot. Gab es für 1 Euro und die machen das Wasser violett. Sehr, sehr schön. Da wir ja passend gerade gesund leben, also die habe ich mir jetzt wirklich eingeteilt, ne? Kalorientechnisch, gibt es jetzt in naher Zukunft auf jeden Fall einmal Süßkartoffeln. Dann habe ich mitgenommen ein paar Zucchinis und ich sollte mir dringendst meine neuen Nägel wieder machen. Dann einmal Tomaten, Mischpaprika und Kuchen. Davon mal ab. So, unser neuer Küchenboden. Dann habe ich einmal von Netto noch die Protein-Wraps mitgenommen, die im Übrigen mega lecker sind. Wir suchten die absolut. Davon habe ich gleich 3 Pakete mitgebracht. Das dritte scheint aber noch im Auto zu sein. Dann gibt es einmal ein Paket Physalis. Ich habe, glaube ich, noch nie Physalis gekauft. Zumindest nicht in so einem Ding. Ja, wir versuchen jetzt in Zukunft wirklich wieder gesund zu leben. Dann eine Handvoll Möhrchen. Und zwar sind das die, die eigentlich sonst keiner mehr haben möchte. Ja, warum ist denn eigentlich die Verpackung schon offen? Hat denn da etwa schon jemand was rausgenommen? Welches Schwein ist das eigentlich gewesen? So, dann habe ich noch einmal diese M-Eukalypt-Gummitrops mitgenommen, die im Übrigen nicht nur sehr, sehr lecker schmecken, sondern mich auch persönlich von Heißhunger abhalten. Die gibt es auch noch in Minze und die sind dann noch einfach nochmal eine Spur besser. Aber wenn man da Bock auf Süßes hat, sind die eigentlich echt ziemlich geil. Ist natürlich auch nicht das Beste, aber mir persönlich hilft das. Dann war unser Tomatenmark alle. Dann möchte ich in Zukunft wieder einen Kidneybohnenkuchen backen. Ja, das schmeckt wirklich und man merkt wirklich nicht, dass da Kidneybohnen drin sind. Dann habe ich einmal für eine Freundin wirklich ein Jules Mumm mitgebracht. Wenn sie das Video sieht, sie wird sich wieder mal kaputt feiern. Dann habe ich ein paar Pistazien mitgenommen. Die snacke ich immer so einmal am Tag, so eine Handvoll. Sehr gute Fette übrigens und sehr, sehr viel Eiweiß. Dann habe ich einmal aus dem Angebot türkischen Apfel-Pfei-Tee eingekauft. Ach ja, guck. Das dritte Paket von den Proteinigern. Probiert das mal, wenn ihr das Food Diary vielleicht gesehen habt, mit Erdnussbutter und Banane und Schoko-Chunkies. Das ist der absolute Wahnsinn. So, dann werde ich in Zukunft wieder eine Maultaschensuppe machen. Davon habe ich auch 2 Pakete gekauft. Mozzarella gibt es dazu. Dann für den morgendlichen Grieß habe ich einmal Puddingpulver mitgenommen. Ich glaube, davon habe ich auch 2 Pakete. Für Matze, für zwischendurch, der isst ja sowieso alles. Ja, der isst auch eine Marzipantorte und nimmt 1 Kilo ab, ne? Das Schwein. Toasties? So, für die männliche Befriedigung gibt es einmal Kalbsmedaillons. Schweinemedaillons ist mir absolut ein Begriff, aber naja, Kalb habe ich noch nicht gegessen. So, dann gibt es einmal Spanferkel. So, und ich kaufe das nämlich immer nur noch, weil es dann weg muss. Im Moment kaufen wir eigentlich so gut wie gar kein Fleisch mehr. Aber ich will mich dafür jetzt auch überhaupt gar nicht mehr rechtfertigen, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Dann gibt es ein Paket Gänsebrust. Das nochmal diesen Aalrauschinken, der ist so lecker. Und übrigens kommt sowas übrigens immer schön auf die Wraps mit drauf. Dann habe ich wieder die Harzkäse-Obsession gestartet. Den werde ich mir auf jeden Fall mit Tomate in die Süßkartoffeln reinmanschen. Scheiße, ich habe Königin Frischkäse vergessen, weil das in Kombi ist so mega lecker. Dann habe ich noch mal eine Handvoll Bananen eingekauft. So, dann haben wir hier das zweite Paket von den Maultaschen. Die Maultaschensuppe im Übrigen, da mache ich nur Tiefkühlgemüse in den Topf. Ein bisschen Suppengewürz hier, wie heißt denn das? Suppenbrühe? Suppenbrühe? Nee, sagt man nicht Suppenbrühe. Gemüsebrühe. Oder so Rinderbrühe. Und dann kommen die Maultaschen da rein und dann geht's los. So, zweites Paket von dem Puddingpulver. Dann habe ich nochmal einen normalen Mozzarella mitgenommen.
Machen wir uns nichts vor, der fettreduzierte Mozzarella schmeckt natürlich nicht so gut wie der originale. Zwischendurch brauche ich dann einfach auch mal was Normales. Und die Kalorien geben das teilweise wirklich absolut her, wenn man auch einfach mal was ganz, ganz, ganz Normales isst. Denn die Menge macht das Gift und Fett ist ein Geschmacksträger. Ja, so viel zum Thema. Ich habe auch griechischen Leitgäse gekauft. Den schön in der Auflaufform mit Zwiebeln, Käse. Ja, genau, mit Käse vor allem. Paprika und Knoblauch. Absolut Porno. So, und wer mich schon sehr, sehr, sehr lange verfolgt, der hat hier. Die haben übrigens ein neues Etikett. Das ist Schokorotwein. Der ist wahnsinnig geil. Also, den liebe ich. Den gibt es im Kaufland für ungefähr 4 Euro. Und wenn ihr Rotwein mögt und Schokolade, dann solltet ihr den auf jeden Fall mal probieren. So, im Auto ist übrigens noch eine Palette Milch. Ja, das war's eigentlich. Das sind 58 Euro. Ta -ta -ta -ta. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Das war's für heute. Und ja, verfolgt uns doch gerne auf Instagram. Den Link stelle ich unten in die Infobox. Und dann könnt ihr auch sehen, was ich aus diesen unfassbar leckeren Sachen in den nächsten Tagen zaubere, weil wir gerade seit gestern die Abnehm-Challenge gestartet haben. Also, klickt doch noch schnell vorbei. Bis bald.